Ja, hallo zusammen. So am Donnerstag hat es bis in den äußersten Norden Deutschlands richtiges Mittelmeerfeeling gegeben. Sogar auf den Nordseeinseln gab es richtiges Badewetter und das bei Temperaturen oberhalb von 30 Grad. Trotzdem insgesamt deutlich erträglicher als im Westen des Landes. Und dementsprechend hatten viele Leute die Idee, rauf auf die Insel, erst rauf auf die Fähre und dann den Tag direkt am Wasser genießen. Wir schauen mal hier jetzt noch auf die Höchstwerte des Tages. Und da sieht man eben, sobald man vom Festland runter war, ging es zumindest mit den Temperaturen auch ein Stück nach unten. Meist so die Höchstwerte auf den nordfriesischen und ostfriesischen Inseln zwischen 30 und 34 Grad. Richtung Ostsee sogar noch einige Grad kühler, unter 30 Grad. Und das lag dort an dem auflandigen Ostwind. Im Westen Deutschlands ganz andere Werte. An vielen Stationen wurde die 40-Grad-Marke überschritten. Zum Beispiel meldete Duisburg 41,2 Grad und in Lingen im Emsland wurden sogar 42,6 Grad registriert. Allerdings ist hier noch ein bisschen Vorsicht geboten. Da muss man noch abwarten, ob der DWD diesen Wert wirklich am Ende akzeptiert. In diesem Sinne, ganz viele Grüße aus dem Norden Deutschlands. Macht's gut zusammen. Ciao.